Einfach Hammer, ey. Hammer. Und wer, ich werde jetzt kein Bild von einem Hammer hier einblenden. Das zweite Thema, was ich halt mal ansprechen möchte hier direkt, wäre, was war das Thema? Genau, wäre das Thema, was auch so das Problem ist mit Schwulen und sowas, Akzeptanz und sowas. Wann beginnt für euch eigentlich Rassismus? Wann würdet ihr sagen, okay, das ist jetzt purer Rassismus, was er da raus hat? Weil in Deutschland ist das ja wirklich sehr schwierig, da irgendwie zu deichseln, weil wir alle Angst haben, dass wir als Nazis wieder bezeichnet werden und wir damit große Probleme kriegen. Es sind halt noch ein paar in anderen Ländern, also die ältere Generation, die sieht uns immer noch als Nazis, sag ich jetzt einfach mal. Sobald irgendwie was rassistisch ist, es wird gleich Nazis. Aber im Ausland hat man jetzt festgestellt, werden wir immer weniger als Nazis halt betrachtet, was auch wirklich gut ist, weil ich sag mal, so viel Kulturzusammenhalt, Kulturzusammenschluss wie hier, gibt es kaum woanders. Außer es ist natürlich ein beliebter Ferienort. Aber können wir schon sagen, also es hat sich bei uns stark geändert. Was natürlich daran liegt, dass wir alle Schiss haben, wir Deutschen. Ganz klare Sache. Ja, aber wann beginnt für euch Rassismus? Das ist so eine ganz interessante Frage. Ich zum Beispiel, das kann ich ganz offen sagen, es ist einfach so, dafür kann mich auch jeder flamen und mich auch als Rassist wieder bezeichnen. Ich habe ein Problem, das heißt Problem, also worauf ich hinaus will, das ist das Problem. Ich habe jetzt selber die Schwierigkeit, das jetzt rauszusagen, weil ich nicht weiß, wie ich das richtig rüberbringen soll. Sonst beleidigt man die ja direkt als Nazi und dann habe ich die SEK hier vor der Tür stehen. Und zwar hatte ich mal, ein Kollege von mir wurde mal von Russen totgeschlagen. Er wurde zu Tode verprügelt, hast nicht gesehen und haben damit angegeben. Weißt du? Und seitdem tue ich mich da halt ein bisschen schwerer gegenüber den Russen. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich keine Russen mag. An der Arbeit habe ich mich mit zwei Russen angefreundet. Im Privaten hatte ich auch mal einen Russen, nachdem er halt aus Versehen Selbstmord begangen hat. Also das war nicht beabsichtigt von ihm. Aber er ist halt gestorben. Ja, ist ja nicht so, dass ich jetzt Russen abweisen würde und hast nicht gesehen. Aber ich tue mich halt da ein bisschen schwer. Bei mir müssen die sich erst dieses Vertrauen halt wirklich erarbeiten. Was man normalerweise sowieso tut. Aber normalerweise denke ich mir, ach, bist ein Italiener? Ja, bist ein Chineser? Ja, okay, dann so. Du bist ein, das ist ich, irgendwas anderes. Und wenn man auf das Thema geht, lernen unsere Sprache, ist das das Geile. Man geht dann immer sofort mit den Gedanken auf die Türken, Russen, Afghanen, Ukrainer und sowas. Man geht halt immer direkt auf die mit dem Gedankenwege. Aber es gibt auch hier bei mir in der Nähe so viele Chinesen und Asiaten, sagen wir mal größere Asiaten, die auch kein Deutsch können. Und ich bin der Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wenn Leute hier nun mal bei uns leben, für unbestimmte Zeit, dann müssen sie sich auch A, an unsere Gesetze halten, sprich, man muss die Frauen, hat Scheiß auf die Kultur in dem Moment, man muss halt die Frauen gleichberechtigt behandeln. Die Frauen müssen nicht unbedingt mit Kopftuch rumlaufen, außer sie wollen es natürlich selber, das ist dann natürlich eine andere Sache, wenn sie es selber wollen, aber dann müssen sie nicht mit Kopftuch rumlaufen. Und verdammt nochmal, sie sollen unsere Sprache lernen. Das bin ich ganz groß der Meinung. Wenn ich irgendwo ins Ausland gehe und ich will da wohnen, ob es jetzt Türkei ist, ob es jetzt Griechenland ist, ob es jetzt Italien ist, ob es jetzt China ist, verdammt nochmal, ich habe die Sprache zu lernen. Feierabend. Ich kann mir nicht dann meine Geschäfte raussuchen, wo dann Deutsch gesprochen wird. Ich muss verdammt nochmal dann Deutsch, die Heimatsprache da kennen. Es ist einfach so, es ist einfach meine Meinung.
Und ist das für euch jetzt schon rassistisches Denken oder sagt ihr, nö, ich sehe das genauso? Skyline, da bist du nicht der Einzige, der so denkt, ich sehe es auch so. Ihr könnt es hier anonym reinschreiben. Das ist ja wieder Folter anonym. Schreibt es hier rein, sagt, was ihr dazu denkt. Ob ihr sagt, nee, das ist schon wieder zu weit gedacht und sowas kannst du hier nicht sagen und sowas. Aber ich sag's halt, ich bin kein Rassist, ich habe wirklich gegen keine andere Kultur was, ich bin kein Religionsfreund, was auch in diese Richtung geht. Aber wenn jemand meint, er müsste eine Religion so ausleben, okay, von mir aus. Das große Problem, was ich halt dann mit habe, dann ist, dass halt andere dann wiederum zwingen, was ich eben gerade meinte. Jeder soll so leben, wie er es will und nicht jemand anderen dazu zwingen. Wenn du mal jetzt hier eine Ausländerin, ich hack jetzt ein bisschen viel darauf rum, also jetzt nicht falsch verstehen. Türken zum Beispiel, man hat es halt ein Lied, ich weiß nicht mehr, Murat oder sowas, ich weiß nicht mehr, wer das gesungen hat. Da hat er auch über seine Leute gesungen, wo dann ein Mädel, eine Russin, mit einem Deutschen halt sich angefreundet hat, verliebt hat und die haben es dann halt mal getrieben und dann hat ihr Bruder sie umgebracht, weil sie Schande über die Familie gebracht hat in dem Moment. Warum? Und danach hat er sich selber umgebracht und hat er gefragt, weil wem hat das was gebracht in dem Moment? Genau, wem hat das was gebracht? Es hat niemandem was gebracht. Er hat den Freund umgebracht, er hat seine Schwester umgebracht und er hat danach sich selbst umgebracht. Und wem hast du damit jetzt einen Gefallen getan? Und genau das ist der Hintergrund. Ihr habt euch an unsere... Wenn es bei euch so ist, wenn man bei euch halt das nicht machen darf, gut, das ist dann wie eine Denkweise, dann müsst ihr euch den Kopf drüber machen. Aber hier darf man halt zusammen rammeln, techtelmächteln. Hier darf man das einfach und dann muss man das auch akzeptieren und weitgehend so lassen. Und das einfach, ja, einfach unsere Gesetze ansehen und unsere Sprache auch lernen. Feierabend. Was natürlich viele sagen jetzt, was du auch machen werden musst, ist vom Arbeitsamt, die dürfen nicht viel mehr Geld kriegen als wir und blablabla. Dafür können ja die Ausländer jetzt in dem Moment nichts. Das ist ja die Bürokratie Deutschlands schuld. Dass, wir brauchen noch ein Ärztin, das Piñata, ja. Ja, der ist schon wieder hier am Rumflattern. Wir haben immer noch kein fucking Basen. Ist zum Heulen, Alter. Hier, da können ja jetzt die Ausländer nichts für, dass die halt, dass manche mehr Geld kriegen. Es ist nicht immer so, es ist meistens so. Dafür können die ja im Endeffekt nichts. Hör auf, deine Ninja-Fähigkeiten einzusetzen! Aber rauskommen tust du nicht, oder was? Okay. So, wir warten drauf, dass Access wieder rauskommt. Die kann man auch noch ein bisschen verwandeln in grün und sowas. Aber ich habe jetzt gerade meine Liste hier nicht am Stissel, womit ich das prüfen könnte. So. Ich glaube, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, richtig? Nee, ich glaube, das können wir jetzt mal machen. Wir machen jetzt große Wiesenaktion. Jägerin fängt Piñata, endlich. Dann beenden wir das hier direkt. Und falscher Knopf gedrückt. Ich weiß, du brauchst ein Basen, aber die scheiß Drecksvieh will einfach nicht mehr rein. Jägerin. Nein, Moment, das ist ein Geheimnis. Voila. So, warst du derjenige, der schon Squazzle gefressen hat? Ja. Du hast schon Squazzle gefressen. Huch! Achso. Komm runter da! Du kannst deinem Schicksal nicht entrinnen.
Ach, kann sein, dass der Baum sowieso generell tot ist. Das heißt, sowieso, wir müssen einen neuen mal pflanzen. Achso, Schweitrede. Ja, also wie gesagt, ich bin der Meinung, ganz offen und ehrlich, ich bin der Meinung, wer hier leben will, verdammt nochmal, lernen unsere Sprache. Keine Ausnahme. Außer natürlich, es ist eine alte Oma, lohnt sich dann in dem Sinne auch nicht mehr. Ist ganz klar. Eiche verkaufen. Wo bist du denn? Da bist du. So, Phrasen. Jetzt müssen wir dann noch mal kurz kaufen gehen. Pinata läuft Gefahr, gefressen zu werden. Das ist aber Absicht. Ansonsten habe ich wirklich keinerlei Probleme mit allen möglichen. Wie gesagt, jeder soll so, wie es halt für richtig ist. Ich muss, glaube ich, den Eichen, ne? Ja, Eichensamen. Ja, das soll es sein. Machen wir jetzt mal hier, ne? Hallo? Ach Leute! Mann! Das kann doch nicht sein! Ja, morgen, Fresse! Schnauze! Da will ich nicht hin. Normal. Denn so ein Samen ist auch nicht günstig jetzt, ey. So. Komm mal raus. Ah, das war falsch. Entschuldige. Entschuldige. Hallo, raus. So, dann machen wir das Techtelmechtli mal. Was zum Fick? Da haben sich aber vier gefunden. Was? Kann man jetzt sagen, da haben sich zwei gefunden oder haben sich vier gefunden? Was zur Hölle? Ach, ich bin da oben! Das ist natürlich mega Alter, was ist denn hier los? Das war knapp, Alter. Gott, ist das schwer zu steuern, ey. Vor allem diese mega vielen Köpfe verwirren einen voll. Wie viel Leben hat er jetzt nun wirklich? So. Dom, lauf nicht dazwischen. Sei nicht mehr so eifersüchtig. Du hast auch schon mal. So, dann sehen wir auch gleich den abgespaceden Dance von Twingle und Snap. Achso. Und tschüss. So, meine Damen. Macht euch bereit.
Huch, Erfolg. Alter, ist das gruselig. Boah, der macht die Villen los. Was machst du hier drinne? Warum ist die fucking Tür offen? Raus hier. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil das Ei gleich zugestellt wird. Und ihr wisst, was ich machen muss. Pass. Ei zugestellt. So, wir stellen es gleich mal ein bisschen hier, ne? Jetzt müssen wir warten. Jetzt liegen wir auf der Lauer. Und werden uns gleich um dieses süße kleine Ei hier persönlich kümmern, indem wir es brutal aufschlagen und ihre Innereien auf den Boden vergießen lassen. Okay. Huch, der wächst aber ganz schön gut hier. Harry Hippo kann man schon sehen. Schleichwerbung! Da ich nicht ganz so berühmt bin auf YouTube, kriege ich davon 10.000. Alter, die habe ich erstmal platt geweißt. Boing. 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 Geht doch mal alle weg hier. Boing. 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 Au. Boing. Vor allem welches Pinata läuft Gefahr, gefressen zu werden. Boing. Ich kann hier nicht weg. Huch. Und hüpf endlich hoch. Welches Pinata läuft Gefahr, gefressen zu werden? Ich hoffe, ein Candary von einem Basang. Meine Fresse, war ich doch mal. Ist das so spannend, wie als wenn ich gerade ein Pokémon empfangen wäre und dass der Pokéball da so am Wackeln ist? Halten die anscheinend gleichzeitig wach oder so. Au! Es ist wunderschön, denke ich. Was zum Henker bist du? Apropos, was zum Henker? Welche Gefahr war das jetzt? Welches Pinata? Tifos Klatsch? Nein.
Aber wo sehe ich denn jetzt bitte schön, dass die letzten Meldungen waren? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, welches Pinata jetzt gefressen wurde. Spielerauszeichnungen. Spielerstatus. 103.000 ist unser Garten jetzt schon wert, ey. Schlecht. Zwei, drei, vier, fünf. Ne, die Dingos sind alle da. Ich habe viel zu viele Pinatas, Alter, ohne Witz. So, wow, 49. Ach du Scheiße. Sei was? Dom. Kurz mit Tee. Ah, Aleko wurde gefressen. Jo, ne, Aleko ist da. Scheiße, wer war denn der andere nochmal? Ach, Onkel Pedotitte. Onkel Pedotitte wurde gefressen. Okay.